bin ein Evoluzer, weil eines feststeht, dass sich alles ändert. Weil die Evolutionstheorie die spannendste wissenschaftliche Theorie ist, die es überhaupt gibt. Evolution ist die größte Revolution, die es jemals gab. Mit der man auch als aufgeklärter Mensch befriedigend leben kann. Ich bin eine Evoluzerin, weil Darwin das Anregendste ist, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Weil ich im Alter gewissermaßen das R verloren habe. Ich bin ein Evoluzer, weil ich lieber durch den Zufall bestimmt werde, als durch ein göttliches Schicksal oder durch göttliche Vorherbestimmung. Dass wir verstanden haben, wie sich das Leben auf unserem wunderschönen Planeten entwickelt hat. Wir wurden, was wir sind. Das ist eigentlich die höchste Würdigung der Natur, die durch Charles Darwin stattgefunden hat. Und er hat uns zur Aufklärung geführt. Für mich war es ein Aha-Erlebnis zu sehen, dass alles in Evolution ist, in einem allgemeinen Sinn. Und wie lange diese Zeiträume sind, die man sich da vorstellen muss, auch wenn wir uns sie nicht vorstellen können. Wo ich dann erfuhr, dass auch Sterne eine Entwicklung mitmachen und dass unsere Welt, alles was man so findet, auch die Elemente und der Kosmos als Ganzes eine Geschichte haben. Wenn man sie verallgemeinert als Evolutionsprinzip, substratunabhängig ist und deswegen auch für ganz andere, also nicht nur reine Naturphänomene, Tiere und Pflanzen, sondern eben auch für den Mensch als besonderen Tier, die relevante erklärende Theorie ist. Das ist immer noch ein Erkenntnisprogramm, das weiterentwickelt wird in allen möglichen Bereichen. Und auch durchaus zum Teil in den geisteswissenschaftlichen Bereich, was wir nach und nach wohl noch realisieren müssen. Darwin hat die Welt revolutioniert, nicht nur wissenschaftlich, auch weltanschaulich. Viele haben es bis heute noch nicht begriffen, aber ich denke, in ein paar Dutzend Jahren, in ein paar hundert Jahren wird man wirklich erkennen, dass Darwin einer der ganz großen Revolutionäre der Menschheitsgeschichte war.